Servus und herzlich willkommen bei Smart to Drive, einfach clever Autofahren. Ich bin's wieder, der Alex, und heute habe ich einen neuen Autotest für euch. Ich teste heute für euch den VW e-Up. Ich habe hier die VW e-Up Style Plus Edition. Diese wurde im Jahr 2022 gebaut, also letztes Jahr. Das Auto ist jetzt knapp ein Jahr alt. Ich habe es dankenswerterweise von einem Freund mir ausleihen können für den heutigen Autotest. Wenn man den VW e-Up jetzt heute bestellt, dann gibt es diesen auf der VW-Seite nur noch unter dem Namen VW e-Up Edition. Ist aber im Großen und Ganzen dasselbe Fahrzeug. Ich habe ein bisschen die Ausstattungsmerkmale verglichen. Motorisierung, Ladegeschwindigkeit, Reichweite ist alles absolut identisch. Aus diesem Grund können wir das Auto wunderbar hernehmen für den heutigen Test. Und jeder, der den VW e-Up neu bestellen möchte, bekommt im Endeffekt genau das Auto, welches wir jetzt heute vorstellen. Ich möchte in diesem Video hauptsächlich auf die Optik und auf die Verarbeitung eingehen. Wir schauen uns dann einmal die technischen Daten an. Anschließend setzen wir uns ins Fahrzeug rein, fahren eine kleine Runde, schauen einmal nach, wie ist die Beschleunigung, wie ist der Fahrkomfort, wie funktionieren die Assistenzsysteme, und ich gehe ein bisschen auf die Ausstattungsmerkmale ein. Bevor wir das aber machen, würde ich mich noch über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, wenn ihr weitere Autotests sehen möchtet rund um die E-Mobilität. Den VW e-Up, den gibt es nur mit einer Motorisierung. Wir haben hier 83 PS, 212 Newtonmeter. Von 0 auf 100 in 11,9 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. WLTP verbraucht das Fahrzeug kombiniert 14,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich habe aber auch tatsächliche Verbrauchswerte von euch, nämlich von meinem Freund, bekommen. Ich blende es euch hier einmal ein aus der VW-App. Wir haben hier nämlich tatsächlich einen Sommerverbrauch von 9,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und im Winter 15,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Dabei ist das Fahrzeug zum großen Teil in der Stadt gefahren, aber auch anteilig auf der Landstraße. Also natürlich auf der Autobahn, wenn man schnell fährt, ist der Verbrauch höher, aber im Sommer kann man wunderbar unter 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer fahren. Und dann kommen wir auch tatsächlich auf die Reichweite, die VW angibt, von maximal 350 Kilometern im Sommer und so 250 Kilometer im Winter. Es ist gar nicht so unrealistisch. Im Winter wird es ein bisschen schwieriger, diese Reichweite zu erreichen, die VW hier angibt. Aber ihr seht, wenn man jetzt davon ausgeht, das Fahrzeug hat einen Akku von 32,3 Kilowattstunden Nettokapazität. Wenn man dann eben in etwa nur 10 oder unter 10 Kilowattstunden verbraucht, kommt man tatsächlich gut um die 330, 350 Kilometer weit. Und im Winter dann halt eben diese 200 bis 250, je nachdem, wie schnell man eben gefahren ist und wo man unterwegs war. Der schöne kleine VW e-Up schafft es dabei auf eine maximale Geschwindigkeit von 130 km/h auf der Autobahn, was auf jeden Fall ausreichend ist, um wunderbar auf der Autobahn mitschwimmen zu können. Schnellere Fahrten sind dann nicht möglich, aber ich denke, das Fahrzeug ist auch eher für die Stadtfahrt konzipiert und dafür erfüllt es den Zweck auf jeden Fall wunderbar. Den Akku beim VW e-Up gibt es nur in einer Ausführung. Wir haben 32,3 Kilowattstunden Nettokapazität, die in den Akku reinpassen, und wir können den Akku entweder schnell laden oder auch normal an der heimischen Wallbox. An der heimischen Wallbox AC, also mit Wechselstrom, können wir mit 7,2 Kilowatt laden und unterwegs mit 40 Kilowatt an Schnellladestationen. VW gibt an, dass wir dann in einer Stunde das Fahrzeug vollgeladen bekommen, von 5 auf 80% in diesem Fall. Das kommt auch wirklich in etwa hin. Zu Hause benötigt man dann in etwa so 4 Stunden. Wenn man es an der Schuko-Steckdose lädt, dann entsprechend natürlich das 3- oder 4-fache. Aber wenn man eine Wallbox hat, kann man immerhin nicht mit den vollen 11, aber mit 7,2 kW auch das Fahrzeug aufladen im Endeffekt. Serienmäßig haben wir jetzt endlich seit dem Jahr 2022 auch einen CCS-Stecker dabei, womit wir dann eben auch schnell laden können. Damit man diese Abdeckungen entriegelt bekommt, muss man das Fahrzeug noch einmal aufsperren. Dann gehen die Abdeckungen ab. Diese hängen auch schön an einem Kabel mit dran und können so nicht verloren gehen. Unten dann für die Schnellladefunktion haben wir noch den CCS-Stecker und oben den Typ-2-Stecker. Und somit können wir auch wirklich unterwegs auch brauchbar an der Autobahn an Schnellladesäulen aufladen. Und der Anschluss befindet sich hinten rechts, so wie man es vom VW e-Up kennt. Außerdem haben wir mit im Lieferumfang 2 Kabel. Einmal den Schuko-Stecker, um in der heimischen Steckdose zu laden, und einmal den Typ-2-Stecker, um an der Wallbox das Fahrzeug aufzuladen. Diese Kabel gehören serienmäßig mit dazu. Der schnuckelige VW e-Up ist gerade einmal 3,60 Meter lang. Außerdem ist er in etwa 1,65 Meter breit und 1,48 Meter hoch. Also mit seinen kompakten Maßen, finde ich, steht er trotzdem sehr schön da. Wir haben außerdem serienmäßig 15 Zoll Alufelgen. Diese gibt es kostenlos dazu zur Edition, und man kann aufpreispflichtig für in etwa 360 Euro 16 Zoll Alufelgen mit dazu nehmen. Aber ich finde, die 15 Zöller schauen gar nicht so schlecht aus und reichen eigentlich für dieses Fahrzeug völlig aus. Was haben wir sonst noch vorne? Wir haben vorne eine beheizte Frontscheibe, die auch leicht getönt ist, und wir haben elektrisch verstellbare Seitenspiegel, die ebenfalls auch beheizbar sind, sodass man auch im Winter wirklich kein Problem hat. Weiter hinten haben wir dann getönte Heckscheiben für die hinteren Insassen, und auch hinten ist die Heckscheibe komplett getönt, also wirklich schön gemacht, und es gehört auch serienmäßig mit dazu. Ich finde auch, das steht dem Rot auch wunderbar, eben die Kombination aus den getönten Scheiben und dem roten Lack.
Schauen wir uns einmal den Kofferraum an. Vorab, wir haben keinen Frunk vorne, ist aber okay, es handelt sich wirklich um einen Kleinwagen und da kann man nicht allzu viel erwarten. Den Kofferraumdeckel öffnen wir mit dieser Taste hinten, dieser ist leider nicht elektrisch, ist aber für die Preisklasse vollkommen okay. Wir haben eine Hutablage und ansonsten haben wir ein Kofferraumvolumen von 250 Liter. Wir können die Sitze umklappen und kommen dann auf in etwa 923 Liter Kofferraumvolumen, was doch relativ beachtlich ist für ein Fahrzeug mit nur 3,60 Meter Länge. Wenn wir einmal hier reinschauen, dann haben wir hier zwei Böden drinnen. Wir haben einmal hier noch so eine Klappe, die kann man nach oben klappen und dann hat man unten noch ein paar Zentimeter gewonnen, um zum Beispiel eine Warnweste oder eine Decke zu verstauen. Und wenn man hier her innen reinschaut, dann haben wir innen noch ein relativ schmales, tiefes Fach. Das sieht man hier, da kann man dann zum Beispiel das Warndreieck oder zum Beispiel das Typ-2-Kabel, welches mit dabei ist, hier innen verstauen. Habt ihr auch ein Elektroauto oder bekommt ihr bald eins, dann beantragt bitte auf jeden Fall die THG-Quote. Die THG-Quote ist die Prämie, die ihr dafür bekommt, dass ihr CO2-Emissionen einspart, weil ihr elektrisch unterwegs seid. Man bekommt bei Geld für E-Auto, ich verlinke es euch unten einmal in der Videobeschreibung, aktuell bis zu 380 Euro, wenn man ein bisschen warten kann, oder 200 Euro sofort innerhalb von 7 Tagen und in Österreich sogar 400 Euro garantiert oder mehr. Also schaut es euch gerne einmal an, das ist gratis Taschengeld, womit man viele tausend Kilometer kostenlos fahren kann. Schauen wir uns einmal die Verarbeitung an. Von außen ist wirklich nichts zu bemängeln, wie schon erwähnt. Die Spaltmaße machen einen vernünftigen Eindruck und der Lack fühlt sich auch wertig an. Schauen wir mal, wie das Ganze innen ausschaut. Was direkt auffällt, wir haben hier den roten Lack, den gleichen, den wir auf der Außenseite haben. Und ansonsten haben wir hier relativ viel Kunststoff. Es ist einfach nur Hartplastik. Es ist auch nicht wirklich weich unterschäumt und fässt sich auch nicht besonders wertig an. Also da hätte VW meiner Meinung nach ein bisschen besser arbeiten können. Aber natürlich handelt es sich hier um ein Auto, welches wirklich günstig ist und für die Stadt gemacht ist. Was mir gefällt, ist auch diese Einstiegsleiste. Hier steht auch E-Up drauf. Macht keinen schlechten Eindruck, wirkt relativ sportlich. Was kann man zu den Sitzen sagen? Die Sitze sind natürlich aus Textil. Man hat die Möglichkeit, in zwei Farbvarianten die Sitze zu wählen. Elektrisch verstellbare Sitze gibt es nicht beim VW E-Up, aber wir können den Sitz manuell nach vorne und nach hinten fahren und hier auch mit dem Hebel mechanisch Höhen verstellen. Schauen wir uns auch einmal innen die Tür hinten an. Auch hier das gleiche wie vorne, also die Tür ist ziemlich identisch gemacht. Häufig ist es ja so, dass man vorne mehr schönere Materialien verarbeitet, hinten dann eher schlichtere. Hier ist es aber so, dass vorne und hinten eigentlich die Verarbeitung identisch ist. Also hier ganz normal Hartplastik, nicht besonders unterschäumt und auch hier wieder der rote Lack. Hier Einstiegsleisten hinten gibt es nicht. Ansonsten sehen die Sitze ähnlich aus wie vorne. Was hier auch direkt auffällt, wir haben keine verstellbare Kopfstütze. Es ist wie bei einem Sportsitz verarbeitet, aber es sieht okay aus. Schauen wir uns mal einmal an, wie ich hinter mir selber sitzen kann. Ich bin 1,85 Meter groß. Meine Knie haben Platz, also es ist nicht besonders komfortabel. Der Sitz ist auch relativ niedrig, also meine Knie sind schon relativ stark angewinkelt, aber es ist okay. Außerdem haben wir hier unter dem Sitz Fußtaschen, wo ich meine Füße auf jeden Fall relativ gut drunter bekomme. Also jetzt sage ich mal für mittellange Strecken ausreichend. Die Kopffreiheit ist auch noch okay. Ich sag mal so, wenn ich jetzt so 1,90 Meter wäre, wird es schon schwieriger werden. Aber mit 1,85 Meter kann man eigentlich auch als erwachsener Mensch ganz gut hinten mitfahren. Außerdem haben wir Isofix-Halterungen, wie man hier sieht. Der Kindersitz ist unten auch mit Isofix schön festgemacht und hier wackelt nichts. Immerhin familientauglich ist das Auto auch. Hören wir uns einmal das Geräusch an, wenn man die Tür zuschlägt. Es ist okay. Ein bisschen laut, aber es ist immerhin gedämpft, also es hört sich jetzt nicht blechern oder sowas an. Ansonsten, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist hier diese Rennoptik mit dem E-Up-Logo. Auch die Lüftungsschlitze finde ich sehr schön gemacht. Wenn man diese schließt, schauen sie wirklich hochwertig aus. Hier oben an der Armatur ist auch alles gut verarbeitet. Der VW E-Up erinnert von innen nicht so sehr an ein Elektroauto. Es liegt vielleicht daran, dass der E-Up schon als Verbrenner auf dem Markt ist. Wir haben nämlich hier noch einen klassischen Handbremshebel, den man noch ganz wie gewohnt nach oben ziehen muss, wenn man das Fahrzeug sicher parken möchte. Und wir haben hier den Ganghebel, der genauso ausschaut wie bei einem Automatik-Verbrennerauto mit ganz normalen Funktionen auf Parken, rückwärts, N für neutral oder D für vorwärtsfahren einzustellen. Außerdem haben wir unten zwei Fächer. Hier haben wir die Möglichkeit, oben zum Beispiel eine Brille hineinzulegen. Unten haben wir die Möglichkeit, ein Getränk reinzulegen oder reinzustellen, besser gesagt. Es ist auch ausreichend groß, dass man eine kleinere Flasche reinstellen könnte. Dosen passen alle Male rein, Kaffeebecher sowieso. Dann haben wir auch hier, eher konservativ, einen Schlüssel. Also wir haben kein Keyless System. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, Keyless zu starten. Wir müssen ganz normal hier den Schlüssel nach oben klappen, ihn ganz normal einstecken, so wie man es gewohnt ist. Einmal umklappen. Es gibt zwar kein Motorstartgeräusch. Das Fahrzeug ist dann direkt betriebsbereit, wie es bei einem Elektroauto typisch ist. Aber man muss den Schlüssel eben einmal umdrehen.
Dann schauen wir uns hier einmal das Display an und welche Tasten wir im Fahrzeug haben. Wir haben hier ein kleines Display. Mit diesem Display können wir Musik hören bzw. uns an den Radiosendern hin und her navigieren. Wir können aufs Phone stellen, also wir können mit dem Smartphone verbinden. Wir können durch das Menü zappen, um verschiedene Funktionen zu aktivieren. Es ist auch ein Farbdisplay und das Fahrzeug hat natürlich auch eine Rückfahrkamera. Das zeige ich euch einmal. Ich gehe hier in den Rückwärtsgang. Also es ist wirklich schnucklig. Es ist ein sehr kleines Display, aber die Kamera ist wirklich hochauflösend. Finde ich nicht schlecht gemacht. Außerdem haben wir hinten eine Einparkhilfe. Allerdings leider nur hinten. Vorne piepst nichts, wenn man gegen einen Gegenstand fahren würde. Hinten haben wir immerhin die Möglichkeit, dass es uns auch anzeigt, wie nah wir an einen Gegenstand kommen. Aber das testen wir dann gleich einmal, wenn wir losfahren. Was haben wir oben noch? Wir haben eine Sitzheizung, diese ist zweistufig einstellbar für den Fahrer, auch für den Beifahrer. Dann haben wir eine Einzonen-Klimaautomatik. Wir können hier ganz normal die Temperatur nach oben regeln und hier das Gebläse hoch oder runter regeln. Und wir haben einen Spurhalteassistenten. Das Fahrzeug hält uns in der Spur. Das testen wir gleich auch noch einmal. Das kann man hier aktivieren und deaktivieren. Außerdem haben wir hier die Scheibenheizung, die wir aktivieren können. Leider hat das Fahrzeug kein integriertes Navi, obwohl wir ein Display haben. Aber wir haben die Möglichkeit, unser Smartphone in die Halterung reinzulegen, dann entweder per Kabel zu verbinden oder per Bluetooth. Dann gibt es eine VW-App und über diese App können wir uns dann navigieren lassen. Also man hat quasi, sofern man sein Smartphone dabei hat, dann auch immer seine Navigationsmenüs mit dabei und kann sich navigieren lassen. Andererseits, wenn man schon das Smartphone eh nutzen muss, dann kann man natürlich auch zum Beispiel Google Maps benutzen. Das ist aber jedem freigestellt. Über die Smartphone-App hat man aber noch viele weitere Funktionen. Man kann verschiedene technische Daten auslesen, den Verbrauch, die Rekuperation und so weiter. Und man hat auch die Möglichkeit, über die Smartphone-App den Ladevorgang zu planen. Also man kann das Fahrzeug an den Typ-2-Stecker anschließen und dann zum Beispiel in der App eingeben, dass zu einer gewissen Uhrzeit, zum Beispiel nachts, das Fahrzeug aufgeladen wird. Schauen wir uns noch einmal das Lenkrad an. Das Lenkrad selber fühlt sich, finde ich, gut an. Es könnte meiner Meinung nach ein bisschen dicker vielleicht sein, aber es ist vielleicht auch nur Geschmackssache. Es ist jetzt nicht besonders weich, ist aber trotzdem haptisch ganz schön, fässt sich gut an. Wir haben auch hier richtige haptische Tasten. Einmal die Möglichkeit, ans Telefon ranzugehen. Wir können die Sprachsteuerung aktivieren. Wir können uns durch die Menüs zappen und wir haben auf der linken Seite die Möglichkeit, stumm zu schalten, lauter, leiser zu machen und die Radiosender zum Beispiel zu wechseln oder zwischen den verschiedenen Liedern hin und her schalten. Dann haben wir hier ein wirklich schönes Tacho. Wirklich groß in der Mitte, zentral sieht man die Geschwindigkeit. Es ist natürlich noch mechanisch mit dem Zeiger, aber wir haben unten auch ein Display, welches uns alles Nötige anzeigt während der Fahrt. Rechts sieht man außerdem den Akkustand und auf der linken Seite haben wir hier unsere Rekuperationsanzeige und Verbrauchsanzeige während der Fahrt. Wenn wir bremsen, wird rekuperiert und dann wandert auch der rote Zeiger in den Charge-Bereich. Das können wir dann gleich beim Fahren auch noch einmal anschauen. Das Fahrzeug selber rekuperiert leider nur beim Bremsen, nicht wenn man zum Beispiel einfach bergab rollt oder wenn man einfach vom Gas geht. Also One-Pedal-Drive ist leider nicht möglich. Wir haben außerdem vorne elektrische Fensterheber. Dazu haben wir hier, wie gewohnt, die ganz normalen Tasten, um die Fenster herunterzulassen. Man muss draufbleiben, also es ist jetzt nicht so, wenn man einmal ein bisschen fester drückt, dass dann die Scheibe komplett hoch oder runter fährt. Man muss eben draufbleiben, aber es ist möglich. Und wir haben auch die Möglichkeit, die Zentralverriegelung zu aktivieren, dass auch die Kinder hinten nicht aussteigen können. Hinten wiederum haben wir keine Fensterheber, auch keine Kurbeln. Das Fenster kann eben nur gekippt werden, aber es ist eigentlich ausreichend. Ich denke, wir haben jetzt genug gesehen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Praxis. Wir steigen ein und fahren los. Dazu nehme ich natürlich meine kleine Elli mit. Elli, komm, hopp. Komm mit, wir fahren los. Ich würde jetzt aber als allererstes einmal die Rückfahrkamera testen und die Einparkhilfe. Wie gesagt, vorne gibt es leider gar kein Piepen, aber die Kamera ist ganz vernünftig, denke ich. Wir schauen es uns einmal an. Ich fahre jetzt auf eine Mauer zu. Wir schauen einmal, wie es hier im Display angezeigt wird. So, was wir jetzt, wir hören es piepen. Was wir hier sehen, ist die gelbe Leiste. Diese Leiste wandert nach oben, beziehungsweise diese Balken wandern nach oben. Und man sieht auch, dass das Hindernis rechts hinter mir ist. Ich fahre noch ein bisschen näher. Und dann gibt es ein Dauerpiepen und eben einen roten Balken. Die Kamera ist, wie gesagt, schön hochauflösend. Ich finde es nicht schlecht. Jetzt fahren wir aber los. Zu den Sitzen kann ich sagen, dass sie mittelmäßig komfortabel sind. Der Seitenhalt fehlt vielleicht auch ein bisschen. Es sind halt keine Sportsitze, aber man sitzt alles in allem eigentlich ganz bequem. Auch die Kopfstütze ist selbst für mich mit 1,85 Meter von der Höhe ausreichend. Leider halt nicht verstellbar. Das wiederum ist wie bei Sportsitzen. Obwohl wir den Seitenhalt von Sportsitzen nicht haben, haben wir die Kopfstütze wie bei Sportsitzen.
Aber ansonsten finde ich, kann man auf jeden Fall ganz gut reisen mit dem Auto. Es ist nicht allzu hart oder allzu weich, sondern wirklich ein ganz guter Mittelweg bei den Sitzen. Schauen wir uns einmal die Beschleunigung an. Also das Fahrzeug, komischerweise für das, dass es nur 11,9 Sekunden von 0 auf 100 laut Hersteller hat, finde ich, beschleunigt typischerweise für ein Elektroauto trotzdem sehr gut. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Auto wirklich fast 12 Sekunden braucht von 0 auf 100. Gerade natürlich in den niedrigen Geschwindigkeiten, wie man sieht. Also ich glaube, die Angelina hat wirklich Schwierigkeiten, die Kamera gerade zu halten, wenn ich beschleunige. Es ist wirklich sehr, sehr spritzig. Da bin ich auf jeden Fall zufrieden. Für 83 PS bei diesem kleinen Auto ist man auf jeden Fall in der Stadt mehr als zügig unterwegs. Das Fahrwerk an sich finde ich okay, es ist auf jeden Fall weich, also das Auto ist jetzt nicht allzu schwammig auf der Straße unterwegs. Es ist aber trotzdem relativ komfortabel. Von den Fahrgeräuschen her könnte es ein bisschen leiser sein. Auch das Fahrwerk, es scheppert nicht, aber es ist jetzt auch nicht besonders weich. Aber ich denke, für die Preisklasse auf jeden Fall ausreichend, definitiv. Die Lenkung an sich ist sehr, sehr leichtgängig, das gefällt mir gut. Also zum Beispiel beim Tesla ist die Lenkung relativ hart, man muss doch relativ feste Kurbeln. Hier der VW e-Up ist wirklich von der Lenkung sehr komfortabel, also man kann sehr leicht, ähnlich wie bei einem Go-Kart, links, rechts lenken, sehr, sehr leichtgängig und spielerisch. Also man fährt wirklich, es macht wirklich Spaß, mit dem Auto zu fahren. So viel kann ich auf jeden Fall dazu schon mal sagen. Wenn wir schon bei der Lenkung sind, schauen wir uns einmal den Wendekreis an. Ich lenke hier einmal rein. Also laut VW ist dieser 9,9 Meter, also knappe 10 Meter groß. Ich fahre hier einmal auf den Parkplatz von einem Supermarkt, dann schauen wir mal, wie wendig das Auto ist. Also wie schon gesagt, die Lenkung ist sehr weich, es macht wirklich Spaß zu lenken bei dem Auto. Der Wendekreis ist jetzt mit seinen knapp 10 Metern wirklich auch sehr gut. Also viel kleinere Wendekreise habe ich auch noch nicht bei anderen Autos gesehen. Auf jeden Fall ausreichend und nicht zu vergleichen mit einem Tesla zum Beispiel, der gefühlt wie ein Panzer irgendwie einen deutlich größeren Wendekreis hat als der VW e-Up. Das Fahrzeug hat außerdem die Funktion, dass wenn man feste bremst, dass dann die hinteren Bremsleuchten blinken. Also es ist auch ein Sicherheitsaspekt, der immerhin mit dabei ist. Und wir haben einen Tempomaten, dieser ist allerdings nicht adaptiv. Also das Fahrzeug hält die Geschwindigkeit. Wir können hier mit dem Hebel auf der linken Seite vom Lenkrad können wir den Tempomat aktivieren. Das Fahrzeug hält dann eine Geschwindigkeit. Wir können dann mit Plus und Minus das Fahrzeug beschleunigen oder langsamer werden lassen. Was allerdings eben nicht möglich ist, ist, dass das Fahrzeug dann bremst, wenn man auf rote Ampeln zufährt, oder dass das Auto langsamer wird, wenn vorne Verkehr kommt. Also man würde blind drauf zufahren und einen Unfall bauen. Also hier muss man dennoch bereit sein zu bremsen, wenn man Tempomaten anhat. Aber an sich immerhin eine coole Funktion für einen Kleinwagen, immerhin ein Tempomat ist dabei. Dann haben wir noch einen Spurhalteassistent. Hier ist es aber so, dass das Auto nicht während der Fahrt in der Mitte der Spur bleibt, sondern lediglich, wenn wir an eine linke oder rechte Spur kommen, das Fahrzeug uns wieder korrigiert und zurück in die Spur lenkt. Das werde ich jetzt gleich einmal zeigen. Das kann man auch außerdem hier auf der Taste aktivieren und deaktivieren. Ich habe es jetzt gerade aktiviert. Wichtig ist, dass man hier die Spuren sieht, also dieses grüne Symbol muss aktiviert sein, dass man dann auch wirklich weiß, dass das Fahrzeug die Spuren links und rechts erkannt hat. Ich werde jetzt gleich mal absichtlich von der Spur abkommen. Wir schauen einmal, was das Auto macht. Hier geht es jetzt leicht in eine Rechtskurve und das Lenkrad dreht sich nach rechts. Also wir werden automatisch korrigiert. Das Auto lenkt uns wieder zurück. Auch relativ scharf, also die Kurve ist echt scharf. Ich wurde jetzt zweimal schon zurückgelenkt. Schauen wir mal, wie oft. Dreimal, jetzt kommt ein Piepen, Lenkung übernehmen und immer noch ein viertes Mal. Wirklich gut, also das habe ich schon anders erlebt. Und jetzt kommt Gegenverkehr, muss ich aufpassen. Nee, sogar fünfmal. Und jetzt steht da Leistungsverfügbarkeit, Lenkung übernehmen. Wir werden aber immer noch zurückkorrigiert. Und jetzt werden wir in den Gegenverkehr gefahren. Aber es hat es jetzt wirklich sehr, sehr oft gemacht. Also locker 5-6 Mal hat das Fahrzeug uns zurück in die Spur korrigiert, obwohl es gepiepst hat. Hat es uns jetzt nicht, sage ich mal, theoretisch sterben lassen. Das ist wirklich ganz gut gemacht. Und das eigentlich für einen Kleinwagen in dieser Preisklasse, finde ich, sehr vernünftig, wie dieses Assistenzsystem auch funktioniert. Wir schauen jetzt noch einmal. Jetzt kommt eine Linkskurve. Mal schauen. Jetzt muss ich nur gucken, weil da eine Leitplanke ist. Das Auto korrigiert uns zurück. Einmal. Ja, jetzt nicht. Also jetzt hier hat es nicht so gut geklappt auf der Außenfahrbahn, aber die Innenfahrbahn wurde wirklich gut erkannt. Hier hat es uns wirklich mehrfach korrigiert. Es ist ausreichend. Aber wichtig zu wissen, dass das Fahrzeug nicht in der Spur bleibt, nicht in der Mitte bleibt, auch nicht, wenn man den Tempomat aktiviert, sondern es ist wirklich nur eine Art Ping-Pong-Funktion, die uns immer wieder zurück in die Spur lenkt, aber halt eben nicht auf der Spur bleibt, als würde man auf Schienen fahren oder so.
Was wir außerdem noch dabei haben, wir haben ein DAB Plus Radio, also nicht nur ein AM/FM Radio, sondern DAB Plus. Und wir haben 6 Lautsprecher verbaut, die finde ich auch wirklich einen ganz guten Sound haben. Ich werde jetzt hier einen Radiosender anmachen und ein bisschen lauter machen, dann teste ich mal, wie gut der Sound ist. Vernünftig, ich durfte es leider nicht laut machen, ich musste es jetzt rausschneiden, den Ton, sonst kriege ich mit der GEMA Probleme, aber ich finde vernünftig, also die Lautsprecher sind ganz gut. Der Bass könnte meiner Meinung nach ein bisschen stärker sein, also die Tiefen sind nicht ganz so perfekt, aber die Lautstärke ist völlig ausreichend, also man kann gar nicht auf die maximale Lautstärke drehen, so laut hört man für gewöhnlich nicht Musik, schon gar nicht in meinem Alter. Schauen wir uns einmal die Rekuperationsfunktion an. Wenn ich jetzt aufs Gas gehe, sieht man hier, dass der Zeiger nach oben schnellt. Und wenn ich jetzt bremse, dann kommen wir in den Charge-Bereich, in den grünen Bereich hier, wird uns signalisiert, dass der Akku durch die Energierückgewinnung wieder aufgeladen wird. Wie erwähnt, wir haben keinen One-Pedal-Drive, aber der Akku lädt eben auf beim Fahren, wenn man bremst. Beim Rollen leider nicht. Ich roll gerade einfach, ich bin jetzt nicht auf dem Gaspedal, sieht man, dass wir auf der Null stehen, also hier passiert dann leider nichts. Aber wenn ich bremse, ich bremse nochmal, dann kommen wir in den grünen Bereich und der Akku wird aufgeladen. Hier unten haben wir eine Echo-Taste und Echo-Plus-Taste. Hier kann man zwischen dem Echo-Modus und dem normalen Modus hin und her schalten. Wir haben insgesamt 3 Modi, das sieht man jetzt hier angezeigt. Ich gehe hier mal auf den normalen Modus erstmal. Driving Mode normal steht jetzt da. Wenn ich einmal drauf drücke, dann kommen wir in die erste Stufe des Echo Mode. Hier haben wir dann Komfort und Fahrleistung eingeschränkt angezeigt. Wenn ich noch einmal drauf gehe, Driving Mode Echo Plus, Komfort und Fahrleistung stark eingeschränkt. Also hier ist es dann einfach so, dass man ein bisschen weniger Beschleunigung hat. Also wenn ich jetzt aufs Gas gehe, ist das Fahrzeug viel, viel träger als im Normalmodus. Dafür aber sparen wir eben Strom beim Fahren. Es ist halt einfach ganz normal ein Echo Mode, wie man es von anderen Fahrzeugen auch kennt. Für die ganz normale Stadtfahrt, finde ich, kann man absolut im Eco-Modus fahren. Und sollte man doch mal kurz beschleunigen müssen, dann ist die Taste wirklich griffbereit hier unten. Ich kann einfach einmal draufdrücken und kann dann auch zügig mal beschleunigen, wenn die Ampel zum Beispiel gerade mal gelb wird und ich noch schnell drüber fahren möchte. Schauen wir doch noch einmal, was das Display am Tacho anzeigt. Dazu haben wir hier die Tasten am Lenkrad. Hier können wir durch das Menü scrollen. Einmal sehen wir hier den Drive-Mode. Dann sehen wir die Reichweite, die wir noch haben, 144 Kilometer. Wir sehen die aktuelle Fahrtstrecke. Wir sehen die gesamte Strecke, die wir schon zurückgelegt haben mit dem Auto. Wir sehen die Durchschnittsgeschwindigkeit von der aktuellen Route. Dann sehen wir die momentane Geschwindigkeit. Also wenn ich jetzt losfahre, dann wird hier eben die Geschwindigkeit angezeigt. Was haben wir noch weiter? Eine Geschwindigkeitswarnung, die wir einstellen können. Also dass das Fahrzeug uns warnt, wenn wir eine gewisse Geschwindigkeit überschreiten. Wir sehen die aktuelle Fahrzeit von der momentanen Route, die wir zurückgelegt haben. Der momentane Verbrauch, weil ich gerade stehe, haben wir natürlich nur 0,2 Kilowatt, ansonsten würde man auch mehr sehen. Dann den Durchschnittsverbrauch der aktuellen Route mit 9,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und dann sind wir einmal schon wieder durch. Also das Nötigste ist auf jeden Fall abzulesen auf diesem Display, es reicht eigentlich völlig aus. So, wir sind jetzt noch mal kurz bei mir in die Garage reingefahren, dann sehen wir nämlich die Beleuchtung, weil es heute ein sehr schönes Wetter war. Wir haben leider nur Halogenscheinwerfer, die auch relativ gelb sind. Also wir haben hier nicht besonders helles Licht. Es ist zwar ausreichend, um einigermaßen die Straße auszuleuchten, natürlich aber nicht vergleichbar mit LED-Scheinwerfern oder Xenon-Scheinwerfer, das ist klar. Aber naja, so ist es halt. Was allerdings wiederum ganz schön ist, finde ich, ist das Tagfahrlicht beim VW e-Up. Es sind solche Halbkreise, die man sieht, also C-förmig. Und auf der anderen Seite ist es dann ein umgedrehtes C. Das wiederum ist allerdings kaltweiß, bläulich, also LED, schaut viel schöner aus, passt halt wiederum nicht ganz so schön zum Halogen, finde ich, in der Kombination. Aber man hat immerhin tagsüber ein Tagfahrlicht. Schauen wir einmal nach. Ich werde jetzt einmal das Fahrzeug an die Wallbox anschließen. Wir schauen jetzt einmal nach, wie schnell es tatsächlich lädt. Theoretisch müssten wir auf 7,2 kW kommen. Lasst uns ausprobieren. So, wir brauchen hier natürlich nur den Typ 2 Stecker, weil wir zu Hause laden. Also den CCS-Stecker unten brauchen wir nicht. Ich stecke es einmal ein. Hier haben wir jetzt eine gelbe LED-Leuchte, die signalisiert, dass das Fahrzeug geladen wird. Wir steigen jetzt einmal ein und schauen uns einmal das Display an, was das Auto anzeigt. So, was sieht man jetzt am Tacho? Ich habe jetzt hier einmal die gelb blinkende LED-Leuchte, die uns signalisiert, dass das Fahrzeug geladen wird. Und wir sehen auf dem Display die Restladezeit von 2 Stunden 55. Also es sollte in etwa hinkommen, dass wir jetzt so mit 7,2 kW laden. Leider weiß ich es nicht wirklich. Ich werde das Fahrzeug jetzt ein bisschen aufladen und dann werde ich es wieder zurückbringen. So, kommen wir zum Fazit. Was kann man zum VW e-Up sagen? Der VW e-Up ist meiner Meinung nach wirklich ein schnuckliges Auto für einen vernünftigen Preis. Also wir kriegen hier für knapp 23.000 Euro
ein, finde ich, ganz gut verarbeitetes Auto. Mit seinen 83 PS ist das Fahrzeug auch wirklich spritzig unterwegs, weil es eben sehr leicht ist und klein ist. Stadttauglich ist es allemal, auch familientauglich, zumindest für die kürzeren Fahrten. Selbst erwachsene Menschen und große Männer wie ich können hinten eigentlich ganz gut sitzen. Der Kofferraum ist mit seinen 250 Litern auch nicht zu klein geraten, finde ich. Auf jeden Fall kann man da einiges verstauen. Die Ausstattung ist nicht besonders üppig. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das Smartphone verwenden muss, um zum Beispiel das Navigationssystem zu starten. Aber andererseits hat man trotzdem coole Systeme dabei. Man hat einen Spurhalteassistenten dabei, man hat ein Tempomat dabei, man hat einen Regensensor dabei, eine Sitzheizung. Also ist doch relativ viel geboten für das kleine Geld. Und ich finde es auch schön, dass das Fahrzeug nicht allzu kompliziert konfigurierbar ist, so wie es sonst bei VW häufig ist. Man hat eigentlich mehr oder weniger nur diese eine Ausstattung und hat da eigentlich relativ viel geboten. Also als gerade Zweitwagen oder wenn man wirklich nur in der Stadt unterwegs ist, ein schönes Elektroauto mit einer ausreichenden Reichweite. Die Ladegeschwindigkeit ist nicht allzu perfekt mit seinen 40 kW maximal Peak und man doch eine Stunde benötigen würde von 5% auf 80%. Also wenn man doch mal weiter fährt, ist es im Notfall möglich, aber natürlich nicht perfekt. Also hier könnte VW auf jeden Fall noch nachbessern. Im Großen und Ganzen kann ich das Fahrzeug trotzdem empfehlen. Man hat eigentlich ein vernünftiges Elektroauto für einen relativ kleinen Preis mit einer guten Ausstattung und einem einigermaßen guten großen Akku für eine einigermaßen akzeptable Reichweite, gerade für die Stadt.